ein anderer Wegbegleiter von Ute Bock, der ihr sehr viel geholfen hat, war Heini Staudinger, den ich als Nächsten fragen möchte. Vielen Dank fürs Kommen, lieber Herr Staudinger. Sie haben die Ute Bock unterstützt. Warum gerade Ute Bock? Die Ute Bock hat das Bitten so gut kennen. Und zwar hat sie nie um was bitt, wenn sie nicht längst vorher in Vorleistung gewesen ist. Sie hat alles gegeben, was gegeben hat können, und erst dann hat sie gesagt, bitte. Und wer dann Nein sagt, der muss ein Herz aus Stein haben. Schön, schön, schön. Schöner Staudinger, und dieses Herz aus Stein haben Sie nicht. Haben Sie irgendwann einmal die Unterstützung für Ute Bock, die ja doch eine sehr polarisierende und, wie wir gehört haben, auch vielfach angefeindete Persönlichkeit war, haben Sie das Freunden oder anderen Menschen erklären müssen oder gar rechtfertigen müssen? Und wie war das? Jetzt glaube ich ein bisschen so, wir dürfen den Streit nicht fürchten. Es ist irgendwie was Seltsames, warum sich der Mensch so leicht zu irgendwelche Blödheiten aufhetzen lässt. Und im Grunde genommen glaube ich, dass weitaus der größte Teil unserer Gesellschaft viel, viel lieber ein guter Mensch ist als ein Arschloch. Und darum glaube ich auch, wir sollten die Auseinandersetzung nicht fürchten, sondern sollen in der Auseinandersetzung daran erinnern, dass in uns allen eine Sehnsucht schlummert, Mensch zu sein. Und jeder, der einen Hauch von Menschlichkeit in sich spürt auch was von der Barmherzigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, aus welcher Not diese Menschen kommen. Und diese Barmherzigkeit, das ist ja nicht nur was, was wir Armen geben, sondern das ist ja was, was wir für uns selber tun, weil es tut uns gut, wenn wir unser Herz pochen spüren und nicht wie, tot wie ein Star, nicht tot wie ein Star in der Brust hängen haben. Bravo. Lieber Heini Staudinger, auf der Bühne war vorhin das Team von Ute Bock, das sich ja vorgenommen hat, ihr Vermächtnis zu wahren und das Werk fortzuführen. Werden Sie dabei sein? Unbedingt werde ich da dabei sein, und ich glaube Sie auch. Also das machen wir gerne. Vielen. Und da möchte ich nur was sagen. Bei den Flüchtlingen, da geht es ja, ich verstehe das überhaupt nicht, warum die Fluchtursachen nicht eines der wichtigsten Themen sind, um das wir uns kümmern müssen. Allein wenn ich mir vorstelle, dass im Osten vom Kongo 7 Millionen Leute umgebracht worden sind, nur dass wir die Rohstoffe für die Handys kriegen. Und da wieder glaube ich, keiner von uns will ein Handy haben, wenn er weiß, dass dafür die Leute umgebracht werden. Und da brauchen wir andere Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft, wo nicht die Verbrecher belohnt werden, sondern die Anständigen. Und da müssen wir zusammenhelfen. Wir müssen agitieren, dass sie auch die Rahmenbedingungen ändern. Und bitte, ich habe einen Satz von Wilhelm Reich auswendig gelernt, den ich heute zum Abschluss sagen wollte. Der geht so: Folge deinem Herzen, auch wenn es dich vom Pfad ängstlicher Seelen wegführt. Verhärte nicht, auch wenn dich das Leben einmal quält. Denn es gilt nichts außer dieses, das Leben zu lieben. Dankeschön. Danke, Heini. Danke. Wie immer ein großes Vergnügen.